Meran und Bozen, die beiden größten Städte Südtirols, müssen eine attraktivere Bahnlinie bekommen. Das heißt, wir sind klar für den Ausbau, wir sind für schnellere Verbindungen, wir sind für mehr Direktzüge. Das brauchen wir, um den Pendlern, den Schülern, aber auch den Touristen entgegenzukommen. Die Frage ist aber, wie verläuft die Trasse und brauchen wir wirklich über die ganze Länge eine zweispurige Trasse? Wir verlangen bei Kosten von rund 1 Milliarde Euro, die derzeit kolportiert werden, dass wir nicht alternativlos sind, sondern dass wir eben vergleichbare Zahlen in der Hand haben. Was kosten uns die einzelnen Varianten und welche Vor- und Nachteile bringen sie? Das sind wir als im Sinne einer vernünftigen Politik und einer vernünftigen Verwaltung auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern verpflichtet und auch den Anrainern entlang der Trasse. Bereits 2015 wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die einen teilweisen Streckenausbau vorsieht. Das heißt, einzelne Abschnitte überall dort, wo wir Kreuzungspunkte haben, wären zweispurig, die restliche Trasse einspurig. Diese Studie muss verglichen werden mit dem derzeitigen Projekt. Und unabhängig, welche Variante am Ende gewinnen wird, verpflichtend muss der Knotenpunkt sein, um die Überätscherbahn einbinden zu können.